Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Ticket-Freunde. Hier ist euer Ruby. Wir befinden uns immer noch in der Mine und ich gehe mir jetzt erstmal ein paar Werkzeuge basteln. Wir sind hier oben, aber bevor wir craften können, müssen wir hier natürlich erstmal die ganzen Viecher erledigen, die uns hier ans Leder wollen. Sonst erlegen die uns nämlich. Ach nee, Creeper. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Creeper verabscheue? Ich mache mir hier einfach mal ein paar viele, ne? 4 Stück sollten reichen. Noch eine. Was? So. Kommt der jetzt? Keine Ahnung, ich packe das mal hier. Das ganze Ohr hier rein, damit es nicht verloren geht. Ah, ja. Gerade noch rechtzeitig. Verdammter Mist, ey. Das ist doch ein Mist, ey. Da hinten ist noch einer. Gibt's doch nicht. Wie viele wir hier in der Gegend haben. Oh, das sind ein paar viele. Oh nee, oder? Euer Ernst. Ja, dann müssen wir demnächst mal flicken. Jetzt nachts traue ich mich nicht so ganz. Obwohl, ist ja gleich Tag hier. Also, warum nicht? Dam. Natürlich nur die oberste Schicht, damit wir auch ein bisschen Ausbeute haben hier. So. Alles kaputt hier. Ach du liebe Güte. Und jetzt kommt noch einer. Bam. Tot. Und dann dürfen wir die 400 Meter laufen bis hierher. Oh, bis der Chris seinen Weg hierher gefunden hatte. Das hat gefühlt 2 Jahre gedauert. Lag aber nicht an ihm. Sondern wohl eher am Spiel. Naja, vielleicht ein bisschen an ihm, aber man muss ja nicht drauf rumreiten. Jetzt ist das Ding auch voll. Was haben wir denn hier eigentlich reingetan? Ja, genau. Charcoal. Kann ich die nicht hier reintun? Doch. Frag dich nur, warum das dann eben nicht wollte. Hopp. Autsch. Ja, die Kohle holen wir uns später. Da haben wir eigentlich genügend da gerade. Dadurch, dass wir jetzt einen Stack Holzkohle haben, haben wir auch erstmal energietechnisch ausgesorgt. Also wir können die dann später auch in Generatoren packen und so weiter. Aber ich werde hier definitiv nicht ohne den Chris anfangen, irgendwelche Sachen zu bauen. Kein Stein oder was? Ey, super. Ja, lass mal erstmal offen. Ich würde das gern akkurat mit Steinen befüllen. Akkurat und ordentlich, feinsäuberlich. Ach, hier haben wir die Rubine, glaube ich. Ruby-Biene. Daraus kann man sich dann Werkzeuge und alles Mögliche herstellen, aber ich denke mal, die meisten werden das schon wissen, weil sie schon mal Ticket gespielt haben oder was weiß ich. Wissen, was weiß ich. Keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen? Bam. Jetzt habe ich das nicht allen ernstes hier getan. Doch, habe ich. Ich kleiner Depp. Mir fällt gerade wieder kein Thema ein. Allein ist es natürlich immer ein bisschen langweilig, vor allem wenn man jetzt so Minen ist. Wisst ihr was? Ich mache euch ab hier einfach mal eine schöne Zeitraffer. Und wir sehen uns dann in unbestimmter Zeit wieder am Ende des Parts. Wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge jetzt hier auch. Trotz Zeitraffer. Aber ich wünsche euch viel Spaß.
We'll be right back.
Freunde, da bin ich wieder zurück. Ich hoffe, euch hat die Zeitraffer gefallen. War jetzt doch nicht ganz so kurz. Wir sind jetzt, ich sehe es nicht ganz, aber wir sind auf jeden Fall noch unter 13 Minuten, würde ich sagen. Da kommt der Creeper und ich habe da links schon was entdeckt. Einen Moment bitte. Solange der Creeper tot ist, haben wir nämlich die Ruhe hier nachzugucken. Da rechts ist es gleich. Ich muss bloß erst hier nochmal gucken gehen, ob da was ist. Nee, keine Mobs mehr. Da oben haben wir ja den kleinen Strolch, der einfach nicht abfallen möchte. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Lasst doch eine Bewertung da, wie ihr solche Zeitraffer findet. Ich werde das jetzt öfter machen. Und ciao!